Herzlich willkommen bei Landwirtschaftssimulator 2017. Hier auf die Gold West Valley Map. Weiter geht's. Der Grubber ist fertig, der Grubber. Ich nehme kurz mal mein Mikrofon hier rüber. Ungefähr so hier. So, jetzt. Ah, diesmal. Ah, ich hab den. Jetzt den Mod rausgenommen. Mit der Kamera da. Stört mich jetzt nimmer. Gut, jetzt können wir uns den Dünger holen. Und den Ladewagen und so. Soll man nicht eigentlich einen Traktor verkaufen oder? Einen Traktor können wir verkaufen. Mal wenn ich wüsste, welcher was ist. Schauen wir mal. Ach, andersrum geht's schneller. Zum Händler. So, das Stroh liegt noch da. Das holen wir dann ab. Ich glaube, der nur Holland können wir verkaufen. Der hat weniger PS. Ja. No, ganz knapp. So. Na, ein paar Missionen können wir ja auch machen, da kriegt man auch Geld. Stimmt ja. War bloß beim Multiplayer gehen leider die Missionen nicht. Bin noch ein ganz kleines bisschen noch verschnupft. Ein bisschen Husten noch. So, sonst geht's. Servus. So, fahren wir erstmal zum Händler und holen unsere Geräte ab. Bei Halloween sind sogar die Leute wie Monster rumgelaufen. Also so Zombie-mäßig. Die Arme nach vorne gestreckt. Also sind jedenfalls so gelaufen. Sahen nicht so aus, aber halt so gelaufen wie Monster oder Zombies. Da sind nochmal viele Sachen, wo ich sie hab. So. Oh, alles klar. Der Helfer ist fertig. Wenn man jetzt zum Beispiel die Fahrzeuge zurücksetzt, ist es nicht auf dem Hof, sondern beim Shop landen die wieder. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist bestimmt so, weil man die Heilen anders da machen kann. Hinstellen können. Deswegen ist wahrscheinlich nicht so dort der Platz für den Zurücksetzen. Jetzt habe ich jetzt einen Ladewagen.
dem Fall will ich ebenfalls mit Schafe anfangen. Die Felder. Natürlich zeigt es rot an. Muss man dann danach grubern. Aber erstmal mal Stroh einsammeln. So, ich weiß bloß, was ich mache. Verkaufen? Oder einlagern? Ich denke mal, die ersten paar Dinger verkaufen wir. Stroh. Und dann können wir ja Pallen draus machen. Ach, hier ist der Hammer. Wollten wir ja auch, glaube ich, kaufen. So einen Pallenwagen, oder? Kostet 65.000. Oder in einen größeren Traktor. Schade, es gibt noch keinen Helfer. Müssen wir dann als Cosplay geht's dann, wenn es draußen ist. Wenn ich überhaupt rauskomme beim für den 17er. Ist Cosplay. Aber ich komm nicht so richtig klar mit dem Cosplay. Muss nur mal privat mal ein bisschen versuchen. Und dann können wir mit Cosplay spielen. Ich fand es cool. Wenn man das auch richtig kann mit Cosplay. Zurzeit ist ein YouTube in 24 Stunden irgendwo einzusperren zu sein. Aber das Zeug mache ich nicht. Dann mache ich nicht mit. Mit die 24 irgendwo eingesperrt zu sein. Ist zurzeit in. Es waren die Pranks und jetzt sind 24 Stunden lang einsperren. Was sind überhaupt die Preise? Schau es gleich mal. Für den Stroh, die Preise. So. Ist gleich voll. Ich denke mal. Jetzt. Was, das düdelt? Wusste ich gar nicht, dass das düdelt. So, wir mal Preise für den Stroh. 71 ist zur Zeit. Nix im Lager? Also, das ist was anderes. Kann ich schon sagen. Raps. Ist 1000. Noch was. Naja, verdient man nicht viel mit Stroh, aber man kriegt wenigstens Geld. So, I drücken nicht auf.
1500. Ob es rausküsst. Wir könnten eigentlich den New Holland verkaufen. Oder das Ding, genau. Ob es sowieso nicht. Das Ding und den New Holland verkaufen. Autospeicher. Ja. Ist auf dem Feld. So. Dann kaufen wir. Oh, das Ding geht aber flott hier. Der Wagen hier. Dann kaufe ich erstmal mal, ich denke mal, eine Ballpressmaschine. Können wir dann Silage draußen machen. Immer noch den Wickler kaufen. Mal gucken, ob das reißt. Und dann können wir ein bisschen Silageballen machen. Oh, 12.000 bringt er. So, verkaufen wir noch den. Oder Mama. Oh ne. 1 Case. Muss ich noch Pflegebereifung machen. Entschuldigung, wenn wir das gehört haben. So. Verkaufen wir noch den da. Und dann gucken wir mal mit Ballenpressmaschine und Wickler und noch dann noch den einen mit Pflegebereifung drauf machen. Ja. Obwohl brauchen wir nichts, weil wir ja keinen Pflanzenzerstörer haben. Genau, brauchen wir nichts. Jedenfalls den Mod ausgemacht mit Pflanzen zerstören. Wegen Gras machen. Dann kriegt man kaum Gras heraus, außer wir fährt dann rückwärts. Oder Frontklick-Drohling. Oder wir kaufen einen neuen Traktor. Ja. Aber ich denke mal, mit den Beilen und so ist gescheiter. Am besten noch mit Frontlader. Können wir doch einen. Ein Glas. Mit Frontlader. Machen. Dann haben wir wirklich noch einen Frontlader. In Holland. Ist halt hier mit dem Front Dings dran. Oder wir behalten ihn. Mal gucken, wie viel hat denn der? Vielleicht können wir den noch ein bisschen aufrüsten. Mal gucken. Da verkaufen wir doch irgendein Glas. Okay, Glas, ja. Mal natürlich das Motor anschmeißen. So, aussteigen. Mal gucken. Kann man hier noch hier was machen? Von. Ne, PS-mäßig nicht.
schade. Wie viel kosten hier? Peilenwickler kostet 42.000 plus 46. Sind 98. Dann bräuchte man noch für Transport 9. Ja. Für einen neuen Traktor mit Front. Steier. Wie viel hat der 99? Dann geht schon Richtung. Okay. Wenn wir ja sehen in die nächste Folge, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch noch rein. Und noch ein dickes As 5. Tschüss.